Habe ich jetzt Holz oder Lehm genommen? Keine Ahnung. Es wird seinen Zweck erfüllen. Irgendjemand ist fertig. Nein? Ja. Ja, ja. Ach ja, Stein, Stein, Stein. Genau, ich habe jetzt kurz überlegt. Irgendwas habe ich doch wieder vergessen, was ich machen wollte. Meine Okay. eigene Kathedrale. Verbessertes Fahrgestell. Taler, Eisen, Schwefel, Plätze 5. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feiern? Also nicht 5 Taler, nicht 5 Eisen, nicht 5 Schwefel, sondern 5 Plätze. Oder 5 Bevölkerungseinheiten, die es das Ding ist hier Zeit. braucht. Na, endlich kommt er hoch. Ich dachte schon, er kommt gar nicht mehr. Ja, hier mal in diese Richtung. Hier mal in diese Richtung. Der wird doch jetzt nicht. Nein! Schützt die Leibeigenen! Feinde haben einen Arbeiter. Der kann doch nicht mit seiner Axt einfach in den armen Leibeigenen reinhacken. Ist der denn des Wahnsinns fette Beute? Hinfort! Hand drauf. Na komm, Fall vom Pferd. Danke. Du reparierst das. Und dann müssten wir doch hier unten eigentlich. Komm, was soll's? Wir holen uns hier mal eine Kanone. Ja, das Eisen sparen wir uns. Wir wollen. Ach, genau. Nicht wir wollen, sondern ich will erstmal. Eigentlich das da erforschen und das da erforschen, aber es fehlt in beiden Fällen wieder der Schwefel. Beziehungsweise haben wir gleich wieder 400 Schwefeleinheiten, die wir gleich mal für eine Wetterforschungsanlage umsetzen. Hier wird gebaut. Hier wird noch mehr gebaut. Los Jungs, baut schneller. Perfekt. Das können wir noch nicht ausbauen, dazu fehlt es nämlich hier an dem Buchdruck. Taler und Eisen. Ja, 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 das leidige Problem der Nächtigung. Und das leidige Rohstoffproblem merke ich gerade. Pass mal auf. Es geht mir hier alles. Jetzt, wo ich gedacht habe, wir nehmen Schwung. Oh, ja, genau. Wir haben keine Eisenmine. Jetzt haben wir auch schon eine Eisenmine besetzt, ich Doofkopf. Mal hier ein paar Leibeigene noch hinzu. Was? Wo sind die Rohstoffe weg? Nicht du. Du fällst hier mal weiter Bäume. Ihr sagt, ihr habt keine Rohstoffe mehr hier. Ihr geht Schwefel sammeln. Und. Habe ich so viel in Auftrag gegeben? Hoppala. Ihr geht ebenfalls Schwefel sammeln. Nein. Und ihr 5, 6 Stück. Was haben wir sonst noch? Relativ wenig. Eigentlich Eisen. Egal, sammeln wir trotzdem mit Lehm. Ich wüsste, oder liegen hier irgendwo noch Eisenbrocken frei rum? Ich sehe keine. Ach, Moment. Wir können ja wieder die Rohstoffkarte nutzen. Haha. Nein, Stein und Stein. Na gut, hier oben liegt Eisen, aber das ist sehr nahe am Feind. Da möchte ich eigentlich nicht meine Einheiten arbeiten lassen. Also zumindest meine zivilen Einheiten. Das könnte unter Umständen nach hinten losgehen. Und nochmal 500 Schwefel, bitte. 500 Schwefel für 330 Münzen. Das Ding ist weit davon entfernt, ausgebaut zu werden, was ich schade finde. Na komm, hier das Wohnhaus. Kein Problem. Danke. Hier müssen noch bestimmt noch mehr Arbeiter sein. Genau, du baust hier mal noch das Haus mit aus. Ja, jetzt fehlt es wieder an den zwei, ich möchte es vorsichtig Kriegsressourcen nennen, namentlich Eisen und Schwefel. Bauen wir das mal noch aus. Und das da. Und das da. Forschung abgeschlossen, der Buchdruck. Taler und Holz für die Büchereien. Und hier Lehm, Stein und Taler. Das finde ich alles sehr gut. Haben wir alles da. Ach ja, und den Wetterturm könnte ich auch gleich bauen. Wenn der hier mal verschwindet. Nein, 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 nein. Ja, genau. Mal einen von euch leihe ich mir aus. Oh, die Bank haben wir auch noch nicht gebaut. Und der Reiterstall fehlt auch noch. Das ist sehr viel, was fehlt. Okay, das können wir noch nicht bauen. Aber du kannst mir hier schon mal eine Bank errichten. Haha. Ah, ne, Moment. Die Schatzmeister kümmern sich um euer Startzeug, das habe ich vergessen. Holen die sich das ab? Ich hoffe, aus dem Marktplatz, damit ich das nicht ganz und gar verkehrt in die Welt gesetzt habe. Uiuiui, jetzt kommt aber eine Meldung nach der anderen. Forschung abgeschlossen und der Handel und dies und das und jenes. Mal hier bitte diese Spitzen erforschen. Was haben wir hier noch? Oh, einen Angriff, den ich zwar gerade gar nicht meine, aber ja, komm. Das ist ja mal. Also, bis sie da sind, haben sie ja schon 6 Mann verloren. Dieser Punkt hier ist wirklich zentral. Ich bin froh, dass wir den ausgebaut haben. Da kann uns auch wirklich nicht viel entgegensetzen. All die Kanonentürme bitte wechseln hier auf diesen Haufen. Boah, 3 Schützen, die auf einmal sterben. Das ist schon. Das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Kommt mir aber nach wie vor nur entgegen. Du fängst ja mal an, bitte. Obwohl, weißt du was? Die Reiterei? Die Reiterei passt sogar oben hin. Dann setzen wir die dahin. Ist okay. Machen wir das so.
Ach ja, ein Leibeigener ist ja noch hier. Der macht das. Und ihr zwei seid auch wieder ohne Arbeit. Das bauen wir aus, das bauen wir aus. Das dauert noch ein bisschen. Was haben wir hier? Jetzt kommen die Schützen ja schon wieder. Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure noch Nahkämpfe kommen jetzt auch noch wieder. Man merkt schon, ein bisschen nochmal Nahkämpfe. Wo kriegt ihr denn die ganze Zeit so schnell so viele Leute her? Und die sammeln sich draußen vor der Palisade. Kann man machen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Erik. Oh, gerade noch so. Kann sein, dass er wahrscheinlich gleich stirbt. Oder zumindest für eine kurze Zeit nicht ansprechbar ist. Aber wir konnten zumindest nochmal diesen Angriff zurückschlagen. Ach, jetzt abhauen wollen. Das sind die richtigen. Kriegen wir die Kanone noch? Nee, kriegen wir nicht. Okay, schade. Hier zurück und ich brauche... Nein, nicht euch zwei. Obwohl doch, wisst ihr was? Wisst ihr was, ihr zwei Leibeigenen? Ihr kommt mal hier hoch und repariert hier mit. Auf was habt ihr wieder geschossen? Ich hab's nicht gesehen. Das können wir noch nicht ausbauen. Wieso eigentlich nicht? Wo sind denn meine Gelehrten? Achso, okay, gut. Die sind gerade an einer anderen Forschung. Ich habe nichts gesagt. Stimmt, ah, stimmt, das ist ja der Buchdruck, da war ja was. Ja. Nein, es gibt noch keinen Feierabend. Wir führen diese Diskussion von mir aus jede Mission. Und du kannst mich noch so oft nach Feierabend fragen, es wird jetzt kein Feierabend gemacht. Punkt, aus, Ende. Haben wir hier irgendwas zum Reparieren noch für den Leibeigenen? Es sieht momentan nicht so aus. Dann darf der noch ein bisschen Holz fällen. Der Pfeil ist ebenfalls erforscht, genau, das haben wir gerade eben noch in Auftrag gegeben. Und hier müsste doch der Wetterturm endlich zum Erforschen sein, genau. Ach ja, genau, Eisen. Ach nee, hier habe ich schon die größte Eisenmine gebaut, schade. Ich hatte gehofft, das wäre noch offen, aber dem war leider nicht so. Mühle, Steinmetzmine, Steinmetzmine, genau, nein, Steinmetze, so rum. Was ist denn eine Steinmetzmine? Da kann man Steinmetze abbauen höchstwahrscheinlich. Eieieiei. Mal hier noch ein bisschen Holz zum Tausch anbieten. Und dann... Ich bin übrigens nach wie vor froh, dass man hier auch die Möglichkeit hat, Ressourcen oder Rohstoffe gegen andere Rohstoffe zu tauschen. Das könnte nämlich unter Umständen ziemlich schnell ins Auge gehen. Wie hier dieser Pfeil. Moment, wir brechen das da ab und holen uns erstmal die Schützen. Dann können wir zumindest hier mal diesen Ansturm an Soldaten aufhalten, wenn die mit Pfeilen gespickt werden. Oder mit Armbrustbolzen, je nachdem. Wettervorhersage, Holzhärten, Büchereien. Jetzt ging es ziemlich schnell. Eisen und Eisen. Ach, schon wieder Eisen. Aber der Handel ist abgeschlossen. Gleich mal noch 500 Eisen für ein bisschen Geld. Das können wir uns auch leisten. Das finde ich ja sehr schön. Das heißt, ab jetzt können wir auch wieder richtig schön an der Steuerschraube rumstellen, wenn die Kathedrale denn fertig gebaut ist. Bei meinem Glück übrigens gefrieren wir dann hier den Boden, laufen rüber, bauen hier eine Kathedrale und dann, ach ja, ihr dürft die Kathedrale übrigens für eure Zwecke im Laufe dieser Mission benutzen. Dann haben wir zwei Kathedralen und übelste Ressourcen verschwendet. Aber das, ja, ist... es wäre zu erwarten, aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich so schnell wie möglich auf diese Möglichkeit zurückgreifen, um ein bisschen Ressourcen zu organisieren, halt über den Weg des Geldes wortwörtlich, und dann sollte das ja, ja, komm, was soll's, wenn es denn wirklich unnötig war, dann reißen wir das Ding wieder ab, kriegen wir immerhin 50% der Ressourcen wieder. Abwarten. Ich will ja hier erstmal nichts verschreien. Vielleicht geht ja auch die Kathedrale wie auch die Schwefelmine in die Besitztümer eines anderen über. Warum blinkt denn hier immer noch der Außenposten? Dieser Ausblick. Wir haben das doch schon festgehalten, dass hier, wie soll ich sagen, Kerberos uns nicht mehr wohlgesonnen ist. Welch Zufall übrigens, nach wie vor. 34 Mann. Ich wollte eigentlich immer so darauf gucken, wie viele Leute hier was haben oder nicht haben, aber irgendwie schockiert mich diese Zahl immer noch. Habe ich hier wirklich so wenig Dinge einkalkuliert? Scheint wirklich so. Aber okay, wir können hier erstmal die Steuerschraube ein bisschen nach oben peitschen. Sehr hohe Steuern, damit sich wieder jeder beschweren kann. Und hier erstmal eine Heiligsprechung für alle. Was? Ich hatte 121%, dann segne ich alle und dann 115%. Das verwirrt mich. Aber egal, solange wir über 100% bleiben, habe ich ja das erreicht, was ich erreichen möchte. Mal hier bitte den Wetterturm. Das stellen wir mal ein bisschen abseits hin. Ihr drei
Was macht ihr mit euch? Ach kommt, geht mal ein bisschen Eisen hauen da unten. Wenn ich euch brauche, rufe ich euch. Und genau, hier können wir gleich mal noch die Pferde hinzuholen. Also nicht die Pferde in die Bibliothek stellen, sondern diese Erforschung natürlich. Also vergessen, wie sie heißt. Dass wir auf jeden Fall den Stall ausbauen können. Und hier sind wir schon, wie bereits angedeutet, fertig. Das kostet mich jetzt Eisen. Holen wir mal zwei Trupps dazu. Dafür sollten die Eisenvorräte eigentlich hoffentlich reichen. Notfalls können wir hier mal noch ein bisschen Eisen zusätzlich bestellen. Ja, komm. Geben wir Holz aus. Davon haben wir ja genug da. Das ist soweit alles gemacht. Genau, und hier kann man noch die Schützenrüstung upgraden. Was ist das? Schwertkampfwaffen verbessern. Wahlweise Nahkampfwaffen. Oha. Ja, mal hier genau schön drauf schießen. Jetzt haben wir hier nämlich auch Kanonen. Fahrt mal hier noch ein Stück vor. Ballert mal die bitte so richtig schön ins Gesicht. Nicht genügend Eisen. Ja, genau. Jetzt wieder abhauen. Jetzt wieder die Biege machen. Der Turm wird repariert. Der Trupp ist voll und ganz mit Männern ausgestattet. Hier fehlen zwei Leute, die mich 50 Eisen, ich glaube 60 Taler kosten. Genau. Komm mal hier bitte noch den letzten, das letzte Quäntchen an Eisen. Zack, Dankeschön. Und wir schnappen uns nachher auf jeden Fall Pilgrim, wenn wir da runtergehen, denn der muss uns ja die Minen freispringen. Und mit dem Alchemisten da quatschen. Da weiß bestimmt irgendwas Schlaues noch für uns. Mal hier bitte noch. Ne, das wird der Kraftwerk, kann ich noch nicht bauen. Stimmt, da fehlt noch diese Erforschung. Müsste zumindest gewesen sein. Ich habe es einfach geklickt, ohne zu lesen. Das war natürlich wieder sehr klug. Oh ja, das ist das Bild. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Klicken wir mal einfach drauf. Wird schon passen. Ja. Okay, Handel abgeschlossen. Genau mit dem Eisen. Hier wird noch geforscht. Nee, ich glaube, wir sind soweit mit den gröbsten Vorbereitungen eigentlich fertig. Es fehlt jetzt nur noch ein bisschen was an schlagkräftigen Truppen, dass wir die Dame da quasi aus ihren Fängen oder aus ihrer Gefangenschaft befreien können. Wir befreien sie aus ihren eigenen Fängen, das ist natürlich sehr logisch. Ach ja, hochwertige Schuhe. Laufen nun eindeutig schneller, dann schauen wir mal. Tatsächlich. An dieser Stelle eine klitzekleine Geschichte, die mir während des Schneidens der, boah, keine Ahnung, welche Folge das war, auf jeden Fall eine kleine Geschichte, die mir während des Schneidens, ja, wie soll ich sagen, passiert ist, oder die sich so in Anführungszeichen zugetragen hat. Ich habe gedacht gehabt zuerst, dass die Aufnahme kaputt ist, da die Siedler sich auf einmal alle so langsam bewegt haben. Und da habe ich geguckt, ja, die FPS-Anzahl passt, die Aufnahme hat eigentlich an sich keine Schäden, was könnte das denn sein? Und dann gucke ich die Aufnahme durch und sehe, oh, okay, also so 10 Minuten später, 15 Minuten später bewegen die sich auf einmal alle schneller. Woran liegt das? Und dann habe ich mir die Aufnahme nochmal genau angeguckt. Ach ja, da mittendrin erforsche ich ja gerade, dass sich alle Leute schneller bewegen sollen. Das war natürlich sehr, ja, also da könnte man meinen, ich war durchaus in der Lage, einen nicht vorhandenen Fehler bei der Aufnahme oder bei der Rohdatei zu diagnostizieren, den es so, wie bereits schon angedeutet, überhaupt nicht gegeben hat. Also da war ich wieder selten schlau unterwegs. Tja, ja. Gewusst wie, möchte man meinen. Ich habe so keine Ahnung, ob ich es gerade erzählt habe, aber ja, man muss ja auch mal über sich selber lachen können. Und wenn immer bloß ich mich selber auslache, wird es ja auf Dauer auch irgendwann langweilig. So, habe ich das auch mal erzählt. Kann man auf jeden Fall so mal machen, was ist denn genau? Der Leibeigene rennt los und schlägt die Kanone auseinander. Der ist hart drauf, der Junge, der ist echt hart drauf. Das nehmen wir übrigens mit, um da mal ein bisschen Rambazamba zu machen. Der Stall ist gleich fertig ausgebaut. Da holen wir uns auch mal gleich ein paar Soldaten noch mit. Perfekt. Obwohl erstmal noch hier diese Erforschung, die auch schon wieder was macht, was ich nicht gelesen habe. Ich habe nämlich schon wieder einfach bloß drauf geklickt. Stein und Eisen hier auch nochmal. Obwohl, 500 Eisen? Egal. Holen wir uns hier nochmal 1000 Eisen dazu. Komm schon. 1000 Eisen. Dankeschön für 1200 Münzen. Und hier genau sind... Was macht ihr zwei hier denn? Es gibt nicht genug. Ihr habt irgendwas gesammelt und ich weiß nicht mehr was. Ihr sammelt auf jeden Fall hier drüben weiter Eisen. Und ich habe doch hier unten eigentlich genau zwei Steine-Sammler. Du baust mir ein Wetterkraftwerk, du baust mir hier einen
Gutshof? Nein, einen Bauernhof, aus dem wir vielleicht noch einen Gutshof bauen werden. Und hier sollen die Kanonen mehr Schaden errichten. Hier sollen unsere Schützen mehr aushalten. Und hier können wir noch nicht alle heilig sprechen, denn wir haben diesen Ihr Balken noch nicht verfügt gar nun gefüllt. über das Wissen über eine Genau, die neue Hufbeschläge. Die Technologie. Kavallerie ist deutlich schneller. Dann mal hier bitte ein paar schwere Kavalleristen hinzuziehen. Und es fehlt natürlich am Eisen, sollte aber gleich wieder vorhanden sein, denke ich. Geschafft. Wie viel Prozent? 59%. Ich sollte ihm echt wieder angewöhnen beim Zocken oder Fertig. beim Let's Playen, wie auch immer, die Brille anzulassen. Das würde das Ganze wahrscheinlich wesentlich einfacher machen. Aber nebenbei baut sich ja natürlich aus Gewohnheitsgründen die eine oder andere Ich Schwierigkeit noch sitze mit ein. hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Ingenieur Und beginnt hier. mit der Arbeit. Okay, also für diesen Trupp hat es noch Dafür sind gereicht. wir genau die Für diesen Trupp richtigen. glaube Unsere ich auch Gelehrten noch. haben eine neue Aber Technologie hier erforscht. Ihr habt brauchen nicht nur wir. Wohnhäuser Was? durchbrochen. Plus 40 Eisen? Baut mehr Oh ja, und fertig. Bauernhöfe, um all eure Siedler Und hier versorgen brauchen wir zu natürlich die können. 400 Eisen. Die sollten ja auch gleich eintrudeln mit der nächsten Marktkarawane. Ihr verfügt nun über das Wissen über Haben eine wir. neue Na komm, na Technologie. komm, na komm, na komm, na komm. Ich bin gerade so ein bisschen ungeduldig, denn ich möchte ungern nicht voll ausgerüstete Kämpfer, Aufbau. Dankeschön, in den Kampf Fertig. schicken. Es wäre ja eine Verschwendung von wahrlich gutem Potenzial. Ihr habt Ich nicht überlege genug nur gerade, was Wohnhäuser ist denn durchbrochen. sinnvoller? Es Holen wir gibt erst die nicht genug zu Prinzessin essen. oder bauen wir erst die Kathedrale? Nein, wir holen erst die Prinzessin und dann kann der hier schon mal aufrekrutieren, wenn er es denn macht. Ich hoffe, dass er sich natürlich uns im Kampf anschließt und dann können wir gemeinsam gegen Es ist Kerberos bald da. vorgehen. Einer eurer Theoretisch. Ingenieure ist Oh, bereits ja, im natürlich. Spur. Es war Wir wieder haben Zahltag, ich habe Spuren vergessen, die Leute entdeckt. heilig zu sprechen. Seid Der gesegnet. Ingenieur möge sich nicht beschweren, wir haben gerade ihn heilig gesprochen. Jupp. Was zwar mir persönlich bei Fremde hohen greifen an. Steuern nichts helfen würde, aber ne? Da werden wir beschossen Lasst mich bitte meine Arbeit und machen. haben Ich schon wieder darf zwei das Mann nicht. verloren. Obwohl wir zwei Kanonen im Hintergrund haben. Okay, gut, da schießen noch zwei Trupps auf uns. Kleinoden besorgt. Mal hier noch zurück. Der holt gleich mal neue Soldaten. Naja, dann kommt mal her, Jungs. Ihr kleinen armen Jungs. Lasst bloß meine Kanone in Ruhe. So soll es sein. Genau, schießt einfach mal da mitten rein. Nicht Ihr hinfahren, ich soll hört. schießen. Als ob da gerade Leute von mir umgefallen sind. Zurück, Euer Wunsch zurück, ist zurück, mir zurück, befehl, zurück. ja, mein Herr. Ich tue Wobei, mein geht hier auf die Bestes. Belagerungskanone. Und da ist der letzte auch noch umgefallen. Forschung einer neuen Wahnsinn. Achso, gut, wenn da Technologie. zwei Belagerungskanonen drauf schießen, ist mir All das diese durchaus klar. Siedler haben keinen Platz zu Na, na, nächtigen. na, 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 Aber na, na. Nicht hinfahren, ich soll schießen. einer eurer Helden wird angegriffen. Na, jetzt macht jemand nicht über mich. Wieso darf ich denn hier keinen Schießbefehl geben? Halt, Wir stopp. kümmern uns darum. Schieß bitte Kleinoden da drauf. besorgt. Wieso? Ihr Wollen die habt nicht eine schießen? neue Egal, gut, dann machen wir Technologie das so. erforschen lassen. Oh, und da ist der Streitaxtkämpfer auch da. Sehr schön. Muss aber hier Euer erstmal wieder ein Wunsch neues ist Soldaten mir dazu befehl. holen. Wieso habe ich denn hier so wenig Platz zum Schlafen? Es grämt mich schon wieder, dass ich quasi ein schlechter, ganz schlechter. Ich wollte schon sagen, ein ganz schlechter Mensch. Eieiei. Nein, ein ganz schlechter Herr bin und mich nicht um die Bedürfnisse meiner Siedler kümmere. Weil das noch ausbauen kann ich hier noch irgendwelche. Genau, hier kann ich noch den einen oder anderen Bauernhof ausbauen. Und eigentlich müsste ich dann noch ein, zwei Häuser bauen und dann so langsam müsste ich das da wieder normalisieren. Ich könnte natürlich auch den goldenen Mittelweg gehen, in Anführungszeichen, und einfach einen großen Haufen drauf setzen, dass Ich bin irgendwelche nicht Leute der keinen Meinung, dass wir Schlafensplatz da haben. eine Elfe gesehen Habe ich jetzt einfach mal so haben. Bauen gesagt. ohne Machen wir Bauern natürlich wird nicht. niemand bezahlen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was brauchen wir noch? Wir haben Ihr hört was für Bauern den zu. Fernkampf, wir haben was für den Nahkampf, Alle wir haben was eure zum Wohnhäuser Belagern. sind Eigentlich haben wir doch geplündert, alles da. aber es gibt Mittlere noch Wohnhäuser. obdachlose Siedler. So, Moment, wo sind denn die ganzen Leute? Bau. So schmieriert, so Nee, radikal alle in diesem Hunger, Ballungszentrum. Unverschämtheit, Alle in diesem senkt die Steuern, Ballungszentrum. Nein, es werden keine Steuern Korruption. gesenkt. Wo sind eigentlich mal die ganzen Holzfäller? Stein, Eure Stein. Ach, Bauern die Holzfäller verfügen sind hier über hinten. nicht genug Ach, Essen. hier, genau, wo weiter bleibt schon alles Höhlen, das abgeholzt ist. Gebäude Macht Sinn. ist ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich weiß nicht, welches er meint, aber das Gebäude ist Ihr habt ausgebaut. nicht genug Wohnhäuser Das durchbrochen. haben wir und Wie das ihr haben wisst. wir. Komm, wir holen uns einfach mal noch einen Axtkämpfertrupp hinzu. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Schade eigentlich, dass ich hier dieses Icon nicht zu einem, wie soll ich sagen, zu einer Axt und einem Hufeisen weiterentwickelt. Aber das ist hier so wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich werde das vielleicht mit ein bisschen Glück auf jeden Fall Ja. aushalten. So, das haben wir. Genau, hier die letzte Kanone bitte noch. Wir kümmern uns darum. Ich hoffe nur, dass hier nicht zu viel Gegenwehr für uns geplant wurde. Können wir Ihr hier habt hoch? nicht Ja, genug da vorne müssen Wohnhäuser wir hoch. durchbrochen.
Na komm, wo sind sie denn? Genau, ich warte noch hier auf die Kanone. Der hier ist ebenfalls fertig. Und Pilgrim, du spazierst trotzdem schon mal nach unten. Denn, halt, nee, hier können wir nicht rüber. Hier können wir rüber. Das trifft sich gut. Dann treffen wir uns hier unten. Ihr zwei, baut das hier gleich mal aus. Oder wahlweise lasst das ausbauen. Und hier können wir bestimmt noch irgendwo, genau, mal wenigstens ein paar Schlafplätze noch zur Verfügung stellen. Das mittlere Wohnhaus können wir ausbauen. Das mittlere Wohnhaus können wir ausbauen.